Klasse gegen Glasse. Das steht seit vorletzter Nacht da auf dieser Scheibe. Das ist bei der Gelateria di Berna. Wir sind hier am Bruttbacher Platz, mitten in der Stadt Zürich. Diese Scheiben sind versprayt worden. Die eine sieht man noch, die Zeichen dazwischen sieht man auch noch. Die andere ist schon geputzt worden, und zwar von den Mitarbeitern von der Gelateria selber. Die sind von Bern da noch. Es ist ein Glasse, Unternehmen Glasse, Gelateria von Bern. Und die Geschäftsleitung, die selber da muss gehen putzen, bei mir ist der Andi Käser. Sie sind auch von der Geschäftsleitung eben von der Gelateria di Berna extra von Bern angereist, um da ein bisschen putzen. Ja, genau. Also unsere Mitarbeiter sind auch in der Ferien jetzt im Winter, und das ist Chefsache, dass man das selber putzen kann. Genau. Chefsache, wie haben Sie von dem erfahren? Ihr seid ja eben von Bern, ihr lauft also nicht jeden Tag da durch. Wie haben Sie von dieser Aktion erfahren? Ja, ziemlich gleich, weil wir haben natürlich viele Freunde hier im Quartier, und dann habe ich dann gleich mal das Telefon bekommen am Morgen. Und ja, sind wir dann sofort in den Zug gestiegen und schauen. Wie war die erste Reaktion, als Sie es gehört haben von den Kollegen? Ja, natürlich ein kleiner Schock und vor allem auch Unverständnis. Also nicht genau gewusst, was da steht. Ich war echt gespannt gewesen, und ja, es war ein bisschen baff gewesen. Die anti-autoritäre Infoplattform barrikade.info, die haben ein Bekennerschreiben publiziert, dass sie die Aktion gemacht haben. Sie sind gegen die Aufwertung von dem Quartier, da wo wir jetzt sind, die ganze Weststraße, die in den letzten Jahren extrem aufgewertet worden ist, durch das, dass da nicht mehr die Hauptverkehrsachse ist. Das ist ein Grund von ihnen, wo sie sagen, die Gelateria di Berna ist mitunter auch dafür verantwortlich für die Aufwertung von diesem Quartier. Es nimmt mich sehr wunder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die dabei sind, auf now.ch, auf Facebook sind wir live und auf Twitter. Wie sehen Sie das? Die Situation da, dass man gegen so einen Glasseladen, gegen so eine Gelateria so Zeichen sprayt und sagt, hey, Klasse gegen Glasse, oder da hinten hat es auch noch andere Aufschriften gehabt, wie Aufwertung einfrieren. Das sieht man da jetzt nicht mehr. Was halten Sie von so Aktionen? Es nimmt mich sehr wunder. Geben Sie mir Ihre Meinung durch. Gerne kommentieren. Und dann diskutieren wir das da. Ich habe auch mit Politikern geredet, von beiden Lagern, von vom linken Lager mit der alternativen Liste, aber auch mit einem SVP-Politiker. Dazu komme ich nachher gerade noch. Zuerst möchte ich aber schauen, wie das genau jetzt abläuft. Da ist noch der David Amrain. Sie sind da mit einem Spachtel irgendwie da das Zeug ein bisschen am rausknübeln. Genau. Da hinter den Imbusschrauben ist natürlich am mühsamsten. Da haben wir so für unseren Fassadenbau so Hölzchen bekommen. Und jetzt kann man da einfach so mühsam ribbeln. Aber es geht weg. Ich glaube, es kommt gut. Was haben Sie? Da haben Sie so einen Spachtel mit irgendwie, was ist das mal, ein T-Shirt, das Sie auseinandergerissen haben, oder ein Pyjama? Genau, ich muss hier schöne weiße T-Shirts haben und viel Aceton. Das ist bei mir Atem ein bisschen mühsam. Aber man kann eigentlich das nachher recht gut wegputzen. Insbesondere mit dem Schaber hier in der Ecke. Und dann macht das schon fast wieder einen guten Eindruck. Da. Also selber ein bisschen basteln da mit dem Schabber. Da sehen wir, irgendwie 10 Liter haben wir jetzt organisiert für die Putzeten. Würde das Ganze nicht einfacher gehen? Jetzt gerade ihr als von der Geschäftsleitung könnt das ja auch einschätzen, wenn man das irgendwie extern Profis gegeben hat. Ja gut, wir sind natürlich eine kleine Firma. Das kostet schon sehr viel Geld, die Putzaktion, und insbesondere sind die Stahlbauten da, die wir eigentlich von Anfang an immer bei unseren Cellas verbauen, die sind recht heikel. Und da hat uns eigentlich der Stahlbauer selber erklärt, wie wir das sollen machen sollen. Und aber auch gesagt, was wir da sollen verwenden an Putzmitteln. Und darum haben wir gesagt, das machen wir gescheiter selber. Die haben ja schon ein bisschen Erfahrung mit so Geschichten. Das war schon mal hier in Zürich. Silbrig oder gold, ich weiß gar nicht mehr. Und dann haben wir so einfach die Rahmen, die wir eigentlich immer selber putzen. Genau. Eben, die Aktion hat es schon mal gegeben, letztes Jahr, genau da. Oder, genau. Ja, letztes Jahr. Und haben Sie nicht das Gefühl, jetzt, Sie sind von Zürich, Sie wohnen da, also Berner Akzent, aber wohnen in der Stadt Zürich? Das ist auch der Grund, wieso dass er
da auf, Bern, auf Zürich gekommen sind mit der Gelateria di Berna. Es gibt ja euch ursprünglich einfach nur in Bern. Jetzt sind ihr da, weil ihr da seid. Ist das nicht echt so ein Problem, dass wir jetzt da Berner Glace in der Stadt Zürich haben? Das glaube ich nicht. Es wird doch beim ersten Mal schon das Zeichen gewesen, dass ihr mir nicht ganz so so Feuer- und Flammenbeziehung ist zwischen dem Quartier da und euch? Nein, das würde ich nicht sagen. Wir kennen viele Leute hier und haben eigentlich nie schlechte Reaktionen gehabt. Es gibt die Themen, die auch schon angesprochen haben. Und ich glaube, das ist mehr die Geschichte. Sicher unverständlich für uns, weil wir das Gefühl haben, oder eigentlich schon der Meinung sind, dass wir jetzt nicht exemplarisch für das stehen. Aber so steht ihr nicht exemplarisch für das? Man hat doch schon ein bisschen das Gefühl, dass ihr jetzt, es gibt ja Aufwertung gerade hier an der Weststrasse von diesem Quartier, das ist, früher ist das eine Hauptverkehrsachse gewesen, jetzt ist es ein ruhiges, angenehmes Quartier, wo Familien oder Leute anziehen, die auch ein besseres Einkommen haben, weil die Wohnungen teurer werden, die Lokalitäten werden teurer. Ich gehöre doch schon auch einfach dazu, zu dieser Aufwertung da. Ja gut, Aufwertung per se, also hat hier einen schönen Platz, oder? Früher ist die Straße durchgegangen, das ist ein Teil von Aufwertung. Wir verstehen uns natürlich, wir haben eigentlich sehr faire Preise, das ist uns super wichtig, von Anfang an immer gewesen, dass wir nicht im Luxussegment sind, wir haben wirklich sehr faire Preise, explizit auch für Families, darum kann es dort eigentlich keinen Anknüpfungspunkt geben. Es ist auch nicht so, dass hier eine Wohnung war. So viel ich weiss, war das immer eine Garage. Also ein Gewerbe. Und das ist, glaube ich, weg, einfach weil da hier keine Strasse mehr ist. Darum sind wir da. Sie haben die fairen Preise angesprochen. Auch faire Produkte, wo man sagt, haben da, wo man da anbietet, die Glasse. Mittlerweile, oder in der Zwischenzeit ist es, glaube ich, irgendwie eine Käserei, die da ist. Pop-up, genau. Ein Käseladen, ein Pop-up für 3 Monate. Ist das nicht auch so ein bisschen marketingtechnisch wirklich eigentlich noch ein gescheiter Schachzug von euch, dass ihr gerade in die hippe Stadt Zürich, wie man ja sagt, euch niederlässt mit fairen Glasses oder faire Produktion, faire Zutaten und das hier anbietet? Nein, es ist auch so, dass ich eben in Zürich gewohnt habe. Wir haben in Bern sind wir schon recht lange am Markt. Wir haben dort genau das gleiche Konzept, wir haben das nicht geändert. Und ist ehrlich, ich war ehrlich der Treiber und habe gesagt, ich würde sehr gerne hier auch so etwas haben. Meine kleinen Söhne hier kann gehen, Gelato schlecken und einen schönen Abend, Sommerabend. Und das haben wir ehrlich da, es ist genau das gleiche. Es ist nicht ein Konzept entwickelt worden für diesen Stadtteil hier, sondern es ist das, was wir in Bern schon lange haben. Auf meinen Wunsch, weil ich hier wohne, hierher gesetzt worden. Und es ist ehrlich per Zufall hier, ja. Es hätte an einem anderen Ort können sein. Es hätte gut an einem anderen Ort können sein. Ich würde gerne nachher mit Ihnen und auch Ihrem Kollegen noch weiterreden. Ich habe heute Mittag noch mit Vertretern der Parteien telefoniert, unter anderem mit dem Walter Angst von der Alternativen Liste. Er ist Gemeinderat in der Stadt Zürich. Und er sagt natürlich, die Aktion bringt so nichts. Das ist die Realität und es wird so nicht viel bringen, aber er hat auch Verständnis dafür, dass Leute, die schon lange da wohnen, in diesem Quartier, wo vielleicht eben auch schon die Zeit vor dieser Aufwertung, vor dieser sogenannten Aufwertung erlebt haben, dass die mit dem hippen Quartier da eigentlich so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen zynisch verstehen, dass man jetzt da von dem Hype redet um das Quartier. Auf der anderen Seite von der SVP, der Mauro Tuena, hat mir am Telefon gesagt, die ganze Aktion da, das ist ein Zitat, verdammte Sauerei. Eine verdammte Sauerei, sagt der Mauro Tuena, könnt ihr wahrscheinlich gerade bestätigen. Gut, ich kann sagen, es ist Kunst. Ich weiß es nicht. Kunst? Es ist Kunst, ja. Nein, es ist mühsam zum Putzen, man hat ein bisschen kalte Finger.
Aber wie gesagt, es ist nicht so, dass wir das völlig nicht verstehen. Es gibt die Tendenz, ja, wir probieren, wir stehen, wie gesagt, noch einmal, ich kann mich nur repetieren, ich glaube, wir stehen nicht exemplarisch für das, da, wo wir angeprangert werden. Habt ihr den Kontakt gehabt mit diesen Leuten? Sind die irgendwie noch, oder habt ihr vorne schon mal irgendwie mit denen Kontakt gehabt, die das jetzt da gemacht haben? Oder sind das? Nein. Also, da haben wir natürlich nie, da haben wir natürlich nie Kontakt gehabt. Vielleicht wird es da irgendwie mal geben. Vielleicht spendieren sie ja ein Bier. Das wäre noch schön. Ein Bier spende ich gang schon zu einem Kollegen über. Das Medieninteresse ist gerade recht. Die Kollegen von Tele Zürich sind da. Ist es jetzt während der letzten irgendwie, was haben wir, 48, ein bisschen weniger als 48 Stunden, ein Rieseninteresse um die Aktion und euch? Ja, absolut. Sind ihr das eigentlich positiv? Ist ja PR. Ich weiß nicht. Es ist, ich kann mir so noch nicht ganz erklären, wieso das jetzt Interesse wirklich so gross ist. Also wirklich also auf Blick und Tag und so weiter ist es überall gekommen. Aber, ja. Ich würde gerne noch mit der Frage, die ich vor neuem Kollegen gestellt habe. Die Leute, die das da gemacht haben, also die haben ja einen Grund. Ist das nicht verständlich für euch? Sie haben einen Grund. Ja. Das ganze Thema Aufwertung von diesem Quartier. Ja. Dass sie sagen auch, wie, dass ihr ja eigentlich verantwortlich sind, auch mit und für die Aufwertung von diesem Quartier. Ja, also das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, weil wir haben ja eigentlich nicht wirklich ein Interesse an steigenden Mieten. An der Aufwertung. Oder? Wir wollen hier eine Piazza schaffen, wo sich die Leute können treffen und miteinander reden und ein Gläschen essen. Aber trotzdem wird es ja wahrscheinlich auch, ihr seid in Bern, dort ist glaube ich die gleiche Situation. Es gibt Leute, die euch auch für das dort verantwortlich machen. Ihr könnt ein gutes Business mit dem machen, durch das, dass ihr eben die faire Klasse habt und für das dann so ein bisschen verantwortlich gemacht werden. Kapitalismus, Stichwort. Ja, nein, das glaube ich wirklich nicht. Also, das, was ich höre jetzt vielfach, ist einfach, dass die Leute extrem froh sind, dass wir in ein Quartier kommen und einen Quartiertreffpunkt können schaffen können, wo sich die Leute können treffen können. Und es ist jetzt so super schön, dass da Leute immer wieder vorbeilaufen und sagen, hey, mega schade, ist das passiert, es ist super, seid ihr hier es ist wirklich ein lebenswerter, seit ihr hier seid. Wir haben sogar ein Briefli bekommen von einem Nachbar. Das Briefli? Dürfen wir es schnell anschauen? Wo haben wir das? Genau, da. Oder da schreibt einfach, es ist schön, dass wir hier sind. Sie können es schnell vorlesen. Ja, liebe Gelateria di Berna, wir wohnen im Quartier und finden es gut, dass ihr da seid. Aufs erste Klasse vom neuen Jahr. Ja. Okay, das sind Anwohner, die also Freude haben. Es ist vielleicht wie auch so ein gespaltenes Quartier. Kann man vielleicht von dem schon fast reden, dass es eben Leute gibt, die dagegen sind und dann andere, die wieder ein Brief an euch machen und sagen, hey, es braucht euch, wir haben euch gerne da, ich gehöre zum Quartier und wir freuen uns aufs nächste Klasse. Ich weiss es nicht, weil mir direkt hat noch niemand gesagt, dass es jetzt schlecht findet, dass wir hier sind. Und er hat auch noch nicht irgendwie Gründe, mir, also ist noch nicht argumentieren mit dem. Oder ich habe jetzt viel gehört, dass es schön ist. Sicher wird es Gegner geben, aber die haben sich halt auch noch nie gemeldet. Und dann ist es schwierig, in eine Diskussion zu kommen. Das ist eben, es hat das Bekennerschreiben gegeben, das ist die Mission Winnetou, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo gesagt hat, sie haben die Aktion gemacht. Ihr Kollege David Amrain hat vorhin gesagt, ja, ein Bier trinken, vielleicht mit denen, wäre sogar möglich wahrscheinlich. Ja, absolut, ja. Wieso? Noch so gerne, da können wir darüber diskutieren, was sie stört und was man vielleicht könnte ändern könnte. Was sie stört, ist die Aufwertung. Ich glaube, wahrscheinlich wird so eine Diskussion gar nicht viel bringen. Oder würdet ihr nachher den Laden schliessen und wieder Garage zurück tun? Ich weiß es nicht. Also, bevor man die Diskussion nicht gehabt hat, kann man es eigentlich wie nicht sagen. Darum ist es eigentlich immer gut, wenn man zusammen redet. Oder? Das ist ja bei vielen Sachen im Leben so. Lass mich gerne noch schnell weitermachen. Noch schnell nochmal der Hinweis für Sie, wenn Sie gerade zuschauen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind hier beim Brutbacher Platz. Da ist die vorletzte Nacht hat man hier den Laden von der Gelateria di Berna versprayt, unter anderem mit dieser
Aufschriftklasse gegen Klasse oder auch Aufwertung einfrieren. Das Ganze aus dem Grund, weil das Quartier da gerade um die Weststrasse in den letzten Jahren an einer Aufwertung genossen hat. Es war früher eine Hauptverkehrsachse da gewesen, mit viel Verkehr, mit viel, viel Verkehr, das kann man so sagen. Und jetzt, wie Sie es auch sehen, wenn man dahinter schaut, das ist ein ruhiges Quartier. Wir haben da Sitzmöglichkeiten, ein kleines Perkli. Es ist eigentlich 30er-Zone da. Also von Verkehr, grossem Verkehr kann man da nicht mehr reden. Es ist eine Aufwertung von diesem Quartier. Und das sind unter anderem Gründe für die Aktion da. Was Ihre Meinung dazu ist, das nimmt mich sehr wunder. Bitte schreiben Sie es doch unten in die Kommentare. Es ist auch schon online auf verschiedenen Plattformen recht diskutiert wurde, das Thema. Es gibt viele Leute, die Verständnis haben für die Aktion, die sagen, ja, das ist eben wegen dieser Aufwertung da klar Verständnis rum. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ja, nein, das, was diese Leute da machen, das ist eine gute Sache. Und das muss man unterstützen und das hat gar nichts mit dem zu tun. David Amrain, jetzt sind da hinten, weiter am Umknübeln. Wie lange wird die ganze Arbeit da noch gehen? Ihr sind ja nicht erst seit vorne da. Nein, ich hoffe, dass wir, bevor es dunkel fertig werden, sonst müssen wir es einfach morgen vertagen. Wir haben schon ein bisschen Licht gebraucht, um es sauber zu putzen. Und es geht eigentlich recht gut. Es ist wirklich zu mühsam, ist so zu ritzen. Aber es werden wir also dazwischen, genau, das muss man alles noch rausnehmen. Es hat schon zwei Aktionen, oder das ist jetzt die zweite Aktion, da haben wir vorhin schon darüber geredet. Müssen jetzt irgendwelche Massnahmen ergreifen, dass es nicht mehr so weit, nicht noch zu einer dritten Aktion gegen euch kommt? Oder habt ihr Lust, nochmal zum Tag zu putzen? Nein, Lust sicher nicht, aber effektiv hat ja überhaupt keine Ahnung, was man machen könnte. Da bin ich wirklich ratlos. Also. Wir probieren hier für uns ehrlich, am 16. März wieder aufzutun, da Wasser verkaufen. Ich hoffe, dass es schönes Wetter ist, dass sich der Platz wieder belebt. Dass wir da wirklich das Piazza-Feeling haben. Mehr können wir gar nicht machen. Und wie gesagt, da bin ich effektiv ratlos. Vielleicht irgendwie eine Aktion, wo man sagt, hey, liebe Leute, die diese Aktion gemacht haben, kommen zu uns, wir offerieren da etwas und in die Richtung. Wäre das eine Möglichkeit? Könnte man vielleicht machen. Müssen wir uns auch überlegen. Jetzt putzen wir zuerst. Und dann schauen wir dann weiter. Ja. Werden Sie Kontakt aufnehmen mit diesen Leuten? Es gibt ja eben die Seite, die ich vorhin erwähnt habe, die das Bekenner schreiben, geschrieben hat, die gesagt haben, sie sind da verantwortlich. Das ist barrikade.info. Werden Sie irgendwie vielleicht den Kontakt so aufnehmen und irgendwie so eine Lösung suchen? Könnte mir steht vielleicht zur Diskussion, ja. Ich habe das noch zu wenig genau angeschaut. Ich weiss, dass es die Webpage gibt. Vielleicht finden wir irgendwie Adressen oder einen Kontakt oder weiss noch nicht was raus. Dann wird es vielleicht passieren. Kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Ja. Wie sieht es mit rechtlichen Schritten aus? Wäre das nicht etwas, wo man noch das Ganze dann wie der Polizei übergeben, der Justiz und sagen, hey, in dem Fall solltet ihr nachgehen, habt ihr nicht das Gefühl, das wäre eventuell auch noch eine Chance, wo man dem Ganzen entgegenwirken könnte? Kann sein, ich kann es wirklich nicht sagen, ich weiss es nicht, schlichtweg nicht. Sie sind also schon ein bisschen leicht überfordert, ich spüre irgendwie so ein bisschen mit der Situation. Jetzt sind ihr da am Bügeln, wie ihr jetzt würdet sagen, ihr Berner. Und ich würde sagen, ich lasse gerne da noch weiterarbeiten, ja. Wünsche noch viel Spass, viel Erfolg und hoffentlich nicht zu lange da weiterknübeln. Danke. Schönen Nachmittag. Das ist Gelateria Di Berna. Da wird jetzt geputzt. Klasse gegen Klasse. Und da vorne ist gestanden Aufwertung einfrieren. Andi Käser, vielleicht auch noch schnell zu Ihnen, bevor wir abschliessen. Wie geht es jetzt weiter? Eben rechtliche Schritte werden kein Thema sein für euch? Nein. Jetzt sind wir hier putzen und nachher ist es eigentlich auch schon wieder durch. Ja. Wie geht es jetzt weiter, wenn das nachher sauber ist, dann geht die Käserei oder der Käseladen wieder auf? Ja, genau. Ich weiß nicht genau, was er geplant hat, wenn genau es wieder auftut, aber ich denke, wenn es nachher putzt ist, wird er wieder auftun. Und wir kommen dann wieder am 16. März. Ja.
Gut, 16. März. Das lassen wir so stehen. Ich lasse auch Sie weiterarbeiten. Andi Kaeser, danke vielmals. Von der Geschäftsleitung von der Gelateria di Berna. Das ist eine Filiale hier in Zürich am Brutbacher Platz. Da sind wir jetzt gerade live gewesen. Wenn Sie noch Kommentare haben, Ihre Meinung, dann dürfen Sie es gerne unten dran auf Facebook, auf Twitter oder auf now.ch, wo Sie auch immer gerade zuschauen, dürfen Sie gerne Ihren Kommentar hinterlassen und sagen, was Sie davon halten. Weil es ist doch eine Diskussion, wo das Quartier und vielleicht auch sogar die Stadt Zürich besonders spaltet. Die einen Leute, die sagen, ja, doch gerade so ein Quartier, das jetzt mit so einem Laden aufgewertet wird, dem müssen wir eigentlich entgegenwirken. Und dann gibt es aber auch die andere Seite, die sagt, das, was die hier machen, die Berner Leute, die Berner Herren, das ist gut, das braucht es, dass es Leben da ins Quartier reinbringt. Gerne Ihren Kommentar jetzt hinterlassen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ganz einen schönen Nachmittag und haben Sie Sorge.